Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zum dritten Review. Ja, heute gibt es wieder ein Review. Wie gesagt, ich mache ja von den besuchten Gamescom-Spielen, die wir ja besucht haben, ein Review jedes Mal, um meine Meinung zu sagen, wie das Spiel so angekommen ist und wie mir das Spiel gefallen hat. Und heute gibt es das dritte Review und das Spiel, das ich heute meine Meinung geben werde, wäre The Division. Tom Clancy's The Division. PEGI 18. The Snowdrop engine was specially developed to create the deep and vast universe of Tom Clancy's The Division. Never before has a video game reached this level of detail. This chaotic and decayed New York City is enhanced by a dynamic day-night cycle. The rendering engine supports volumetric lighting to add atmosphere throughout the environment. As in film production, Snowdrop uses a light probe system that captures lighting realistically in both outdoor and indoor scenes. To enhance immersion, surfaces react with unprecedented physical accuracy. Snowdrop's powerful particle system reacts dynamically to a vast range of environmental factors, including light. By harnessing next-gen technology, Snowdrop's shader system allows the world to react to the constantly changing weather. We live in a fragile world. The Snowdrop engine makes this world a reality. Be prepared to enter the next generation of gaming. Ja, The Division war für mich am Anfang erstmal so ein Spiel, wo ich gedacht habe, wird das auch überhaupt was? Wo wir ja im letzten Jahr auf der Gamescom gab es ja nur einen Trailer, einen Teaser und alles zu sehen. Und dieses Jahr konnte man es anspielen und als ich nur letztes Jahr das alles gesehen habe, ich gedacht, ob das wirklich was wird. Und dieses Jahr konnte man es endlich spielen. Zum Stand war echt cool, man kommt rein, man konnte den Film erst sehen, haben sie ein paar Informationen gegeben, was für eine Mission man hatte und dann kommt man ab zum Zocken. Da muss ich eine kleine Story erzählen, da sind wir wirklich reingegangen. Dann waren wir quasi in Teams aufgesplittet und wir waren in Dreierteams immer. Und ich hatte zwei Kollegen neben mir, die auch Deutsche waren und wir konnten miteinander reden und hatten einen hinten dran, der ein bisschen Informationen gegeben hat. Und ja, dann mussten uns erst mal Informationen geben, da wir alle PlayStation-Spieler waren, wie die Steuerung ist auf der Xbox. Und so konnten wir dann spielen. Und wir mussten als erst eine Mission machen, eine Sache abholen, Sache abliefern und gleichzeitig überleben, andere töten, NPCs und gleichzeitig die anderen Spieler, die ja auch gespielt haben in der ganzen Gruppe, gegen die PvP entweder töten oder nicht töten, das darf man selber entscheiden. Und so musste man quasi die Mission machen und dann sind wir wirklich los, haben die Mission geschafft. Wir waren die Schnellsten, die Mission gemacht haben. Unser Informationstyp hat nur gesagt, viel Spaß, schießt alle kaputt und macht fertig. Ja, und so waren wir eigentlich die Schnellsten, wir waren eigentlich das geilste Team, haben alles gerockt und alles zerstört, was ging. Ich hatte bis am Ende keine Munition mehr, also ich habe so viel zerstört, also von daher voll geil. Naja, aber wir gehen jetzt erstmal zum Review und zwar geht es einmal um die Grafik von The Division. Die Grafik von The Division wurde ja ein bisschen runtergesetzt dieses Jahr. Und ja, aber auch von der Grafik her, wo wir gesehen haben, war eigentlich fett, hat mir gefallen. Ist also so Battlefield noch ein bisschen besser.
Und das ist halt schon cool. Auch die ganzen Häuser und die ganzen Texturen, hat alles super gepasst. Kann nichts mäkeln, hat alles echt dem Team, auch die ganzen Einsatzeinheiten, die Einheiten, die man da vorgegangen ist, wie man die Flammenwerfer zerstören musste, Flammenwerfer-Typis und wer alles da war echt so viel. Die ganze Explosion, es hat kaum, ist gar nicht geleckt, gar nichts, überhaupt nichts. Also es war echt cool. Grafik war echt top. Hat alles gepasst. Zum zweiten war die Story. Die Story kann ich nicht viel sagen. Ich denke mal, The Division Story wird auch eine coole Story. Ich denke mal, jeder Shooter-Spiel hat echt eine geile Story. Ob es Battlefield sein soll, ob es Black Ops, ob es Modern Warfare war. Jeder andere Shooter-Spiel hat immer eigentlich eine geile Story. Ich denke mal, The Division Story wird auch cool. Da bin ich gespannt, ob man auch im Teams nur die Mission machen kann. Die ganze Story oder auch alleine, das bin ich mal echt gespannt, aber ich denke mal, die Story wird echt fett, wenn so wie das Spiel jetzt gerade ist, es gefällt mir echt sehr. Dann zum dritten, die Steuerung, ja wie gesagt, auf der Xbox war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, da man ja nie einen Xbox-Controller wirklich in der Hand hatte als PlayStation-Spieler, aber es hat echt, man kam schnell rein, es war ähnlich wie auf der PlayStation, aber es hat gepasst, man kam schnell rein mit Ducken, Springen und in Deckung gehen. Wichtig war wirklich in Deckung gehen, weil das ist wirklich, da komme ich gleich dazu, von daher Steuerung top, keine Probleme, ist spielbar, auf jeden Fall. So, zum vierten, das Feeling von The Division, auf jeden Fall echt nice, also man ist echt wirklich, man denkt, Einsatzzeiten muss Vorsicht vorgehen, man muss in Deckung gehen, wenn man nicht in Deckung geht, hat man echt Probleme, wird man leicht abgeballert und man stirbt schneller, also wenn man wirklich in Deckung, haben wirklich alles abgeballert, auch wo die Online-Spieler, die anderen der Gruppen kamen, echt Deckung, sobald einer aus Deckung war und drei auf ihn ballerten, war vorbei und man musste wirklich im Team spielen, das war wirklich ein Teamplay hoch 10, alleine durfte man nicht durchragen und alles zerstören, das geht nicht. Man musste wirklich im Team sein, dass man wirklich eine große Chance hat gegen mehrere Leute oder auch besser gar gegen zwei Leute. Also alleine geht das gar nicht. Also von daher wirklich geil, wirklich ein richtiges Teamplayer-Spiel. Da freue ich mich echt sehr drauf, mit meinen Kollegen dann das zu spielen und dann wirklich alles abzuklären. Ich bin echt so ein Taktiker, wo man immer sagen, das ist echt cool. So muss man laufen, da hinein, pass auf, da rechts, links, da ist jemand und das ist cool. Feeling top. Gefällt mir sehr. Gesamteindruck von der Division, Hammer, Bombe. Also hat mir echt gefallen. Also letzter, wie gesagt, nachdem den Teaser und den Trailer gesehen habe, war ich so, ich habe Angst, ob das wirklich was wird. Und jetzt nach dem Gameplay, wo ich gespielt habe, echt top. Echt, war auch eins der wenigen Spiele, das ich gleich vorbestellt habe, auch wenn es erst 2016 rauskommt. Aber da habe ich mir gleich die Collector's Edition gekauft, die Reason Collector's Edition für die PlayStation 4. Von daher echt geil, hat mir echt sehr gut gefallen. Ich freue mich echt mit meinen Kollegen Missionen zu machen zusammen und The Division zu spielen. Ja, ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Meine Meinung zu The Division echt top. Eins der fast der besten Spieler, was ich auf der Gamescom gespielt habe. Von daher, lasst mal eure Meinung dazu da, wie euch The Division gefallen hat, wenn ihr schon angezockt habt. Und wahrscheinlich werdet ihr die Beta eh spielen. Von daher, schaut rein. Und wenn ihr aber auch schon mal gespielt habt, schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat oder wie eure Meinung ist zu The Division, was ihr denkt, ob es gut wird oder schlecht wird. Schreibt es unten rein, würde mich sehr freuen. Und lasst einen Daumen und einen Kommentar da und seid beim nächsten Review wieder dabei. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao! Oh,